Hallo, Stimme bisschen ölen. Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Wir haben heute einiges vor und da fangen wir am besten gleich an. Ja, die beschwert sich schon immer, dass sie hier keine gute Spitzhacke hat. Da schauen wir mal. Nein, ich will doch mit dir nicht reden, Beefboss. Geh weg, tschüss. So. Werkbank, die kriegt auf jeden Fall auch eine gute Spitzhacke. Dazu braucht man 3 Knorrenwurzelstäbe. Ein furchtbares Wort. Ausgabevoll. Alles klar. Gut, ich muss kurz mal husten. Was für eine Erkältung. So, weiter geht's. Oh, ich bin hungrig. Dann fress mal erstmal wieder was. Ja, schieb dir den Kürbis ganz rein. So ist richtig. So ist richtig. Na, einer noch und dann ist unser endloser Hunger endlich mal gestillt. Nicht für lange. So, Inventarplatz. Oh, Hammer genügend. Wie ist das denn passiert? Letzte Folge wohl alles noch schön irgendwie sortiert bekommen. Das ist toll, wenn ich das mache. So, wir brauchen Knochen. Hammer genug. So, dann machen wir mal 2 für uns und 1 für sie. Und dann hätte ich gern noch ein gutes Schwert. Das können wir ihr auch noch geben. Und dann würde ich sagen, müssen wir so langsam wieder in die Höhle. Ach wohl, ich mache mir 3 Schwerter. Kann nicht schaden. Beziehungsweise 2. 2 für mich, 1 für sie. Dynamit. Damit können wir auch schöne Sachen anfangen. Armbrust brauche ich aktuell nicht. Fackelhammer. So, wie kann ich ihr denn jetzt ihr Schwert überreichen? Und ihre Axt vor allem? Da bist du ja. Lecker. Tja, was läuft denn so? Hier, nimm. Spitzhacke schenken. Nicht zu danken. Und Schwert kriegst du auch 1. Ah, muss ich oben wahrscheinlich ausrüsten. So. Ja, bla bla bla. Hier, nimm. Ein Langschwert. Nicht zu danken. Da sie uns begleitet, soll sie ja auch gut ausgerüstet sein. So, wir haben wieder jede Menge Mist jetzt wieder drin. So, die Armbrust. Weg damit. Nein. Einfach weg. Kann ich die nicht einfach rausziehen? Na? Irgendwas backt? So, jetzt klappt meine Steuerung wieder. War wohl kurz damit überfordert, dass ich die einfach rausziehen wollte. So, jetzt liegt sie da und wird von mir wahrscheinlich wieder aufgesammelt, wenn ich das nächste Mal zufällig drüber laufe. Was brauche ich für eine gute Kiste? Haben wir gute Kisten? Lager. Ja, mittelgroß. Scheiße Marmortafeln haben wir noch nicht. Kleine Truhe. Hammer. Noch eine kleine Truhe verschwenden. Ja, hilft ja nichts, oder? Hilft ja alles nichts. So, die tun wir aber auch daneben. Wird echt ein Truhendorf hier. So, das Ritterschild hat nichts gebracht in der Höhle. Ich muss hier mit Fackeln rumlaufen. Gut, das kann ich auch irgendwie sinnvoll ausleuchten. Tun wir einfach mal hier alles. Alles, was irgendwie halbwegs wertvoll ist, auf die Seite. Ja, das steckt doch. Dann stack doch bitte automatisch, zumindest im Inventar. Die Spitzhacke können wir noch verbrauchen. Die Armbrust lagern wir mal ein. Die Spitzhacke verbrauchen wir. Das sind die guten Spitzhacken. Das sind Äxte, die wir verbrauchen. Das ist eine gute Axt. Das ist ein guter Kürbis. Das ist guter Mais. So. Achso, die Knochen vielleicht noch. Die müssen wir nicht alle mitnehmen. Wir werden sicherlich neue aufsammeln. Und dann können wir eigentlich schon gehen. Gut, da kommt noch eine gute Spitzhacke rein. Und das gute Schwert vielleicht da oben. Als, ja, als Reserve. Bin gespannt, wie lange die Teile aushalten. Und auch jetzt gespannt, wie viel Damage hier meine schöne Begleiterin macht. Hat ja jetzt auch ein super Schwert bekommen. Dann wollen wir mal wieder in die Höhle. Diesmal finde ich sofort und gehe sofort darauf zu. Das wird schon irgendwie klappen. Nur ein bisschen abgelenkt von den Steinen, die hier rumliegen.
Und von dem Stück Holz. Na gut. Wieder genug Mist vom Boden aufgeklaubt. Haben wir hier noch Kürbisse? Das sah ein bisschen aus wie Kürbispflanzen. Anscheinend nicht. Schade. Die hätte ich auf jeden Fall auch noch mitgehen lassen. Nicht so wichtig, nicht so wichtig. So, Eingang gefunden. Einmal betreten. Ist hier immer eine Odyssee, da reinzukommen. So. Bin ich... Ich bin viel zu klein. Hey, wieso spawnen die da einfach nach? Das war nicht der Plan. Oh, die teilt schön Damage aus. Na, ich höre noch was. Das wird nur das Prasseln vom Lagerfeuer gewesen sein. Ist die Kiste zumindest? Ja, da ist noch das Zeug drin, was drin sein soll. Da ist eine Knochenwurzel, an die ich nicht rankomme. Ich will halt nicht für alles Leitern bauen müssen. Nee, lass mal das mal. Ressourcen gibt's genug, nicht nur unerreichbare. Da müssen wir ja nur einen Schritt reintreten. Und da ist zum Beispiel schon eine Marmorecke. Sogar mehrere. Ja, mit dem guten Zeug. Wieso hilfst du mir jetzt nicht? Ah, das ist praktisch. Die hat gleich am anderen weitergemacht. Dachte ich zumindest. Ah, nee. Die hat hier nur was besiegt. Das ist natürlich auch in Ordnung, dass die mir hier den Rücken frei hält. Und jetzt klatscht sie in die Hände. Gibt mir ein bisschen Zusatzmotivation natürlich. Ja, mit dem schönen Marmor. Ein sehr schönes Material. Na, das trifft sie nicht so gut, wie ich das treffe. Ist egal. Wir sammeln genug auf. Ist nur gut, wenn die hier ordentlich mitmacht beim Bekämpfen. Da ist zum Beispiel ein Skelett und ein Spinni. Ja, die neuen Schwerter haben es in sich, würde ich sagen. Die kann kämpfen. Ich nehme hier die Granitbrocken auf, indem ich die anderen Spitzäxte mal kaputt mache. Oh, meine lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. War ich einen Schlag zu früh dran? Passiert, passiert. Na komm. Ja. Also so langsam läuft das richtig. Können wir ein schönes Haus damit bauen. Und das Schwert hält offensichtlich... hält offensichtlich auch ein paar Schläge aus. Das ist ja wunderbar. Seide zu Seide. Holzstab ist wertvoll. Kralle nicht so. Schubsaft, Bärensamen vielleicht auch nicht so. So, das machen wir wieder kaputt. Sonst bin ich nur enttäuscht. Na, komm runter. Das machen wir auch kaputt. Kriegt man die schönen Ressourcen zurück. Ach Mist, ich habe den Marmor vergessen abzubauen. Bist du ein Skorpion? Was machst du denn hier? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der hat Fleisch fallen lassen. Das ist gar nicht so schlecht. Na komm schon. Hilf mal mit beim Kämpfen. Und zwei neue Spitzhacken. Und natürlich wertvolle Knochen. Nein, ich bin zu... Ah, gerade so hoch gekommen. Wollte mich gerade schon beschweren, dass ich zu kurze Beine habe. Ich muss sagen, das Ressourcensammeln in dem Spiel ist überraschend befriedigend. Das haben sie gut gemacht. Vielleicht bin ich auch einfach leicht zu beeindrucken. Ich habe sehr viel Rust gespielt, halt nicht auf offiziellen Servern, weil das zu toxisch irgendwann war. Und ich nur, ja, ich lieber im Einzelspieler spiele und, naja, gegen Leute mit, ja, mit Clans, mit 20 Leuten komme ich nicht so gut an. Deswegen eher auf gemoddeten, schönen PvE-Servern und sehr viel Ressourcen einfach nur gesammelt. Das war schön. Also es gab nicht nur PvE, das gab auch wunderbare Bots und Scientists. Das war wirklich ein hervorragender Server. Ich glaube, der existiert auch noch.
Aber ich habe keine Zeit mehr, so viel in Rust rein zu... keine Zeit mehr, so viel Rust zu spielen. Muss man immer sehr viel Zeit rein investieren. Und dann wird's gewiped nach 2 Wochen oder nach 1 Monat. Was ist das denn hier? Oh, irgendwas ist das doch. Ich mache zwar keinen Schaden, aber... damit geht's. Was bist du denn? Knochenwurzel? Ja. Tatsächlich nur das. War so in die Wand geglitscht, dass ich gedacht habe, das wäre was ganz Besonderes. Anscheinend nicht. Na gut. Spitzhacken verbrauchen. So. Großer Felsbrocken. Großer Felsbrocken. Oh, so viel Spitzhacken. So viel alte, runzlige Spitzhacken. Wenn wir gegen die Monster hier kämpfen, werden es auch eher mehr. Oh, das bringt ja so gut wie gar nichts. Ein Schlürfpilz. Dafür stehe ich morgens eigentlich nicht mal auf. Nein. Ich brauche mindestens 3 Schlürfpilze, sonst lohnt sich der Tag nicht. Hier haben wir noch, wieder Zeug, das mich so mittel interessiert. Und hier an den Wänden ist Zeug, das mich sehr interessiert, nämlich der Marmor. Wie viel haben wir davon eigentlich schon? Steht ja, glaube ich, beim Einsammeln dran. Ein Stack. 1,5. Gut, das muss noch mehr werden. Nicht unbedingt in der Folge. Wir gehen gleich mal weiter. Was machst du da unten? Hör doch auf zu laufen, wenn es nicht klappt. Immer dieses Getapse gerade neben mir. Oh, die Spitzhacke ist aber kaputt gegangen. Das heißt, wir sind hier auch limitiert. Sehr stark, was die Schläge angeht. Ah, schon deutlich besser als die andere Spitzhacke. Vor allem, wenn unsere werte Freundin uns hier hilft. Boah, zumindest annähernd. Sie gibt ihr Bestes. Das muss reichen. Das muss für den Moment reichen. So. Ja, da komme ich auch dran. Das ist wunderbar. Mal ein bisschen leiser gestellt für meine Ohren. Nein. Ja, bin rangekommen. Ein Glück. Dachte ich, hätte ich jetzt umsonst platt gemacht. Noch ein Steinchen. Und wir haben Hunger. Da müssen wir gleich was essen. Zum Beispiel eine der 4 Himbeeren, die wir... irgendwie im Inventar noch haben, weil ich mal wieder meine Flossen nicht stillhalten konnte in der Natur. So, ja, damit. Schon wieder ein Inventarplatz mehr. Und Marmor mehr. Wäre auch interessant zu wissen, ob die Ressourcen nach einer gewissen Zeit einfach nachspawnen oder ob wir immer tiefer in die Höhle müssten. Und ob die endlich sind. Nee, ich würde sagen, irgendwann spawnt es nach. Ich habe aber keine Ahnung. Das müssten wir echt mal sehen. Na, komm schon. Bleib doch nicht da oben hängen. Ich will dich doch einsammeln. So, Orientierung darf man natürlich nicht verlieren. Bis jetzt glaube ich, dass ich die Orientierung nicht verliere oder nicht verlieren kann. Aber sobald ich noch 2-mal verzweigt, bin ich hoffnungslos mich am Verlaufen. Aber irgendwann finden wir es. Müssen ja auch nicht den einen Ausgang unbedingt nehmen. Oh, nochmal Knorrenwurzel. Haben wir schon ein paar, aber gar nicht so viele. Schubsaft, Biere können wir alles fressen jetzt. Und nochmal ein bisschen Samen. Runter damit. Muss nicht schmecken, muss wirken. Vielleicht ist das jetzt einfach auch zu wertvoll, das zu essen. Ist mir aber egal. So. Kaputte Kiste und schöne Knochenwurzel. Ja, wunderschön. Komme ich hier ran? Ach, ich mag das. Ich mag Spiele, wenn die es nicht so ernst nehmen mit der realistischen Reichweite. Da müht man sich meistens so ab. Vor allem, weil sie es immer leicht außerhalb der... Armlänge dann platzieren. Das muss nicht sein. So. Hier können wir wieder schön Spitzhacke verbrauchen. Haben noch ein paar alte. Die braucht man, glaube ich, überhaupt nicht mehr.
aufgebaut, also noch welche. Schadet nicht, Granit zu haben, wie doof. Na, du bist gerade keine Hilfe, wenn du da nicht triffst. Dankeschön. So, da unten liegt noch was. Das habe ich, glaube ich, gerade einfach übersehen beim Runtergehen. So, noch ein bisschen Marmor. Ach, was soll's. Nehmen wir den doch gleich mit, wenn er da schon liegt. So, wie viel Marmor haben wir jetzt? Fast 3 Stacks, das ist gut. Glaub, damit sind wir bedient. Noch ein bisschen Knochenwurzel und vielleicht ein bisschen wertvollen Loot und dann können wir hier schon wieder raus. Ja, sammel das doch alles mal ein. Wieso muss ich da bei vielen Sachen einfach nochmal E drücken? Ich erwarte, dass mein Spiel das alles wertvolle Zeug automatisch einsammelt. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Ein abgeramschtes Höhlenhaus. Wäre jetzt schön, wenn man noch irgendwie auf das Inventar von den Begleitern zugreifen könnte. Dann hätte man doppelt so viel Inventarplatz. Das finde ich gar nicht so schlecht. Schneebeerensamen, die sind lila. Ich glaube, damit sind sie wertvoll. Und du bist einfach nochmal Schubsaft. Na gut, dich werde ich trinken. Gut für einen Schub, gut für die Hilfe. Das war vielleicht auch ein bisschen verschwendet. Aber was macht das schon? Okay, da unten willst du nicht rein. Dann machen wir das eben so. Und die Pfeile müssen zurückbleiben. Irgendwer muss zurückbleiben. Und jetzt sind es mal die Pfeile. Ein Hinkelstein. Kein Hinkelstein mehr. So, nochmal schön diese Knorrenwurzel. Braucht man auch ganz viel von. Damit machen wir ja die schönen neuen Ausrüstungsgegenstände. Davon können wir eigentlich gar nicht zu viel haben. 35 ist schon ein bisschen wenig. Jetzt sind 36. Das geht. Nee. Immer noch. Schauen wir mal, dass wir noch 2 oder so finden. Und dann können wir uns hier wieder verziehen. Ist die Höhle schon zu Ende? Und wo kommst du her? Und ich fürchte, wir haben wieder eine neue Spitzhacke, die das Inventar zu müllt. Nö. Inventar ist voll. Die können wir gar nicht aufnehmen. Ein Glück. Noch eine Knorrenwurzel. Sehr schön. War mal hier unten schon? Ich glaube nicht. Hier unten ist auf jeden Fall eine Stolperfalle. Die wir ja mal erstmal auflesen. So, was habe ich gesagt übers Verlaufen? War ich ja nicht schon mal? Sieht alles so gleich aus hier unten. Naja. Werden den Ausgang schon finden. Zumindest irgendein Ausgang. Gut, die Axt geht auch gleich drauf. Das ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir nochmal einen Inventarplatz mehr, der aktuell voll geworden ist. Dann würde ich mal sagen, raus mit der schlechtesten Spitzhacke. Boah. Was soll's. Ganz viele Skelettis. Hier waren wir noch nicht. Und Spinnenfreunde. Ja, mit den Knochen. Also mit den Waffen macht es echt Spaß. Und Spitzhacken für Granithammer hier echt genug. Die müssen wir auf keinen Fall mehr mitführen. Wir können nur noch die besseren mitnehmen. So, da hinten leuchtet was. Ich würde sagen, noch über die Knochen marschieren. Dann gehen wir wieder raus. Er ist hier gut. Werd ungern von Skeletten mit Spitzhacken angegriffen. Spitzhacken? Ich glaube, Spitzhacken ist die Mehrzahl. Ein Wort, das ich nicht sehr oft verwende in meinem Arbeitsalltag. Oder generell in meinem Lebensalltag. Deswegen sollte mir das verziehen werden. Oder auch nicht. Könnt ihr einen bösen Kommentar hinterlassen. So. Na, komm schon. Komm schon. Ja! Auf den letzten Schlag. Ey, wieder eine Spitzhacke. Na gut. Das kennen wir ja schon. Draufhauen, solange es Freude macht.
Und solange die Spitzhacke überlebt. Inventar voll, das ist aber nicht gut. Na, kann ich jetzt echt nichts mehr aufnehmen? Liegt das nur an der Spitzhacke? Nö. Nö, die kann ich irgendwie noch aufnehmen. Ich weiß, dass das Inventar voll ist. Es ist mir wie immer ein Vergnügen, das ist schön für dich. Wollte ich aber gar nicht anlabern. Okay, die Spitzhacke kommt auch raus. Und nein. Granit? Hä? Achso. Ach so, will nicht da unten rein. Na gut. Das erklärt's, dann wollen wir mal versuchen, den Weg zurückzufinden. Kann ja nicht so kompliziert sein. Habe ich gedacht. Vielleicht sollten wir... Ah! Ist nicht so kompliziert. Hier war man doch. Das heißt, da vorne geht's raus. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Ja, haben's gefunden. Das sieht doch sehr vertraut aus. Sehr schön, dann haben wir ordentlich Ressourcen zusammenbekommen. Jetzt müssen wir die nur noch sinnvoll einsetzen. Und da habe ich schon ein paar echt gute Ideen. Nein, greift mich doch nicht immer an, wenn ich aus der Höhle komme. Sowas von unfreundlich, die Biester. So. Auf ins Dorf und dann das nächste Upgrade. Das ist jetzt Punkt 1. Gut, Punkt 1 ist eventuell das Inventar so freikriegen und umsortieren, dass wir was upgraden können. Aber das Dorf-Upgrade steht so im näheren Mittelpunkt der nächsten Minuten. So. Schaf und ich haben ein kleines Wettrennen gemacht. Was ist denn hier schon wieder gestorben? Eine Armbrust. Also, das war die ungeliebte Armbrust, die ich am Anfang weggeworfen habe. Dorf aufwerten. 20 Planken. Oh je, da verlangt mir das Spiel einiges ab. So, jetzt aber. Erhöhe deine Dorfbewertung, indem du dein Dorf ausbaust. Oh, da müssen wir ja noch ein bisschen was tun. Dann was haben wir denn? Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Wachturm. Wir haben Baumstammwände. Ich will halt nichts von dem komischen Zeug hier bauen. Wir haben vielleicht mal einen Turm. Wo wird sich hier ein Turm eignen? Den würde ich halt gern hinten irgendwie hinsetzen. Aber vielleicht hier so an Rand. Könnte ja interessant sein. So. Kann ich dich jetzt bauen? Ja, aber so viel Holz habe ich gar nicht im Inventar. Da muss ich nochmal nachholen gehen. Ah, das braucht jetzt zwei Holz. Das, da habe ich mich verlesen. Wo gehörst du hin? Einfach da. Na gut, Holz haben wir genug in der Kiste, aber halt nicht im Inventar. Oh, müssen wir mal schauen. Hui. So, 50 Holz passen da rein. Und 29. Das reicht auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal einen schönen Wachturm. Hoffe, wir können dann auf dem Wachturm ein schönes Lagerfeuer errichten. Im besten Fall ohne, dass er abfackelt. Na komm. Du, das ist jetzt gar nicht so geschickt, wenn du da drin rumklamüserst, während ich versuche, was zu bauen. Ne? Er ist ja gut. Oh, noch zwei Stelzkis. Stufe 1 von 13. Meine Güte, der braucht Ressourcen. Er sieht dafür auch relativ cool dann aus. Ein Geländer. Das sieht man schon, wo es hin muss. Und so ein Teil. Stufe 2 abgeschlossen. So, ein Bodenbrett. Das muss hier hin. Das habe ich ja mal gut erkannt. Das muss da hin. Ein Leiterino. Ah, das läuft ja. Frag mich aber wirklich, ob unsere Ressourcen reichen. Vielleicht müssen wir doch mal einem Bewohner den Auftrag geben, hier Bäume zu fällen. Ja. Nimmt schon Turmform an.
Oh, ganz viel Zeug. Auf jeden Fall ein Geländer, damit wir nicht auf die Fresse fallen. Und weitere Geländerelemente. Das ist echt eine schöne Mechanik. Sehr befriedigend. Bisschen umständlich teilweise, aber man hat danach wirklich das Gefühl, man hätte was geschafft. Die Designs muss man zum Glück, in meinem Fall zum Glück, nicht selber machen. Kann man natürlich, aber so kreativ bin ich leider nicht. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass das so funktioniert. So. Sehr schön. Wie viele Stufen sind es denn noch? Noch so viele. Stufe 6 von 13. Okay, dann wieder Geländer. Du kommst dahin. Ecke kommt wieder dahin. Das kommt mir doch alles sehr vertraut vor. So, wieder da ins Eck. Und dann großes Geländer. Und dann müssen wir gleich Ressourcen nachholen. Vielleicht reicht es ja noch. Und bei vielen kleinen Teilen, das sieht nicht so aus. Aber ich glaube, wir sind ganz oben inzwischen angekommen. So, geht es dahin, dahin und dahin. Und die schönen Außenwände natürlich. Noch 14 Baumstämme haben wir. 13, nicht Baumstämme, Holzeinheiten. Ja, schade, wenn das nicht reichen würde. Nee, kann gar nicht, wenn wir erst hier sind. Noch ein Fenster. Außenbarrikade. Außenbarrikade. 1, 2. Und 1. Wunderbar, ein Holz haben wir noch. Und das braucht 2. Na gut. Dann nochmal schön an die Axt dran. Ist das eine gute? Nee, das ist, glaube ich, eine normale. Die guten leuchten ja grün. Oder haben zumindest so ein grünes Ding im Icon. So. Die können wir dann nach Herzenslust einfach verbrauchen. Das ist gar nicht so schlecht. Und so viel Holz brauchen wir auch nicht mehr. Ach, immer noch ein perfekter Sonnenuntergang hier. Nur getrübt dadurch, dass ich schon wieder was fressen will. So. Aber wir bauen erstmal zu Ende. Der Hunger, das muss mein Charakter noch ein bisschen aushalten. So. Macht mal vielleicht hier noch die kleineren Bäume. Ja, den noch und dann haben wir auf jeden Fall genug. Na gut. Kürbisse, her damit. Immer her damit. Bevor mein Charakter wirklich noch in Ohnmacht fällt. Hier sind wieder Häufchen. Dünger. Ich wusste gar nicht, dass Hühnchen das auch machen. Ich dachte, das machen nur Kühe. Na gut. Hab ja schon letzte Episode gemeint, man lernt immer ein bisschen dazu. So, ein schöner Turm mit einem schönen, schönen Braunton. So, irgendwie E drücken und dann klappt das. 10 von 13 abgeschlossen. Ich glaube, jetzt braucht man noch ein Dach und vielleicht ein Geländer. Oh. Hier Dach, Dach da, Dach da. Dach irgendwas. Wo kommst du hin? Da. Da. Okay, dann wirst du die andere Seite sein. Ach, ist das nicht wunderbar, was man hier hinkriegen kann? Oh, das kommt ganz oben hin. Wie platziere ich denn das, ohne auf die Fresse zu fallen? Na? Einmal. Ja, geh mal weg hier. Die Tür muss ich, glaube ich, zumachen, sonst wird das nichts. Und das ist der Punkt, wo ich denke, das ist dann ein bisschen schwieriger. Stufe 12 von 13 abgeschlossen. Ich hätte das Geländer vielleicht ein bisschen früher gebaut. Bevor wir hier so rumhantieren mussten. Oh, das passt hier gar nicht. Wo kommst du denn hin, mein Freund? Da. Dann eine Ecke. Komm schon, ab in die Ecke mit dir. Nochmal in die Ecke. Sehr schön. Dann ein kleines hier hin. Ein langes dahin.
Na komm, ich back irgendwie wieder fest. Komisch, mach mal dann erst das an der Seite. Das hat's irgendwie behoben. Und dann noch zwei. Ne? Sehr schön. Bau ist fertig. Sieht das nicht toll aus? Und dann haben wir in Zukunft auch eine wunderbare Sicht auf unser Dorf. Und jetzt können wir es tatsächlich upgraden. Sieht zumindest danach aus. Ich hoffe, die Monster können hier nichts kaputt machen. Oder wäre cool, wenn sie es ein bisschen kaputt machen können, also zumindest beschädigen. Dann können wir ja dafür sorgen, oder dann ja, dafür sorgen, dass das Dorf ein bisschen verteidigt wird. Es gibt ja auch irgendwie Palisadenmauern und ich bin schon immer seit Age of Empires 2 so ein Festungstyp gewesen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ach komm, nehmen wir die Armbrust wieder, sonst liegt sie da so einsam rum. Ach, ich bin voll. Dann vergiss, dass ich es gesagt habe, Armbrust. Ich dachte, wir sind hier sicher. Na gut, einmal upgraden. Dorf aufwerten. Oh, 4 Planken zu wenig. Das kann doch nicht sein. Nehmen. So, jetzt aber. Und wer bist du? Robin, wusste ich doch, dass ich da ein freundliches Gesicht erspäht habe. Zu Hause bin ich bekannt als Vogelbeobachterin, aber hier kannst du mich Robin nennen. Wie schön, dich zu treffen. Hier ist jeder willkommen. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ja, ja, bla, bla. Ja, dann schlaf mal. Ich brauche doch keine Vogelbeobachterin jetzt in meinem Dorf. Ich will meinen Muskelkater zurück. Dorf auf Level 5. Ist das nicht schön? Und was haben wir bekommen? Vor allem an Blaupausen. Eine schöne Blockhütte. Das sieht doch viel besser aus als diese abgeramschten Sachen, die wir hier haben. Und ein Pleasant Park. Das sieht auch nicht schlecht aus, aber ich finde, dieses Blockteil hat mehr Charme und passt auch zu unserem Wachhaus irgendwie. Wachturm. Das ist kein Wachhaus, es ist ein Wachzuhause. Irgendwie so. Mensch, sind hier viele Skelette. Was macht ihr denn da? Himbeere liegt einfach am Boden. Ich glaube, die Skelette haben hier einfach ein bisschen Unfrieden gestiftet und die ganzen schönen Himbeeren geköpft und hingelegt. So, her mit deinen Knochen. Na gut. Dann würde ich aber tatsächlich schon sagen, das reicht wieder für die Episode. An alle, die beim Stream zuschauen, gleich geht's weiter. An alle, die das Let's Play sehen, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen.